Dann machen wir uns an. Dann machen wir uns mal an die Apotheke. Der Truppe, ab und zu haben wir die Zunge nicht unter Kontrolle. Let's bastel! So, was ich versucht habe zu sagen ist, wir müssen jetzt hier Ausschnitte machen. Und zwar, das muss hier weg, links und rechts. Kann man jetzt natürlich auf viele verschiedene Arten machen. Man könnte die Bandsäge nehmen, ja, man kann die Kappsäge nehmen. Ich nehme eine Kombination aus Kreissäge und Kappsäge. Wieso, weshalb, seht ihr gleich. Natürlich kann man sich auch da Vorrichtungen bauen und alles mit der Kreissäge machen. Allerdings, warum soll ich es machen? Ich habe das Werkzeug ja da. Hierfür benötigen wir den Schiebeschlitten. Und als erstes machen wir diesen Schnitt. Dazu muss ich natürlich mein Sägeblatt einstellen, beziehungsweise ich säge einfach so lange, bis es passt. Nachstellen. Passt. Hab ich vorher Kappsäge gesagt? Ich hab Bandsäge gemeint. Bandsäge, nicht Kappsäge. Ja, muss passen. Sieht dann so aus, und wenn wir uns alles zurechtgekriegt haben, können wir die Apothekerauszüge bauen. Einige Baugruppen von den Apothekerauszügen macht, aber wir sägen diese ganzen Zwischenteile nochmal ab. So, die habe ich schon abgesägt. Warum? Naja, durch dieses Verkleben kann es Ungenauigkeiten geben. Also das hat schon hier den ein oder anderen Millimeter abgenommen. Deswegen sägen wir jetzt alles nochmal nach, dann können wir uns zumindest halbwegs sicher sein, dass wirklich alles das gleiche Maß hat. Bei den Teilen ging jetzt so gut wie gar nichts weg, aber bei den anderen, dann geht aber einiges weg. Eins ist natürlich klar, die Einstellung von der Säge darf ich jetzt natürlich nicht mehr verändern, sonst ist es nicht mehr alles wirklich gleich. Wie man wahrscheinlich gehört hat, hat es hier jetzt schon den ein oder anderen Millimeter abgenommen und jetzt ist das vorne wirklich perfekt gerade.
Und nicht nur das Gerade ist wichtig, sondern da das jetzt überall aufsteht, habe ich eine festere Klebeverbindung, als wenn übertrieben das ganze Ding so steht. Sehr gut. Jetzt schauen wir die Apothekerauszüge mal zusammen. Ihr seht, ich habe schon zwei gemacht. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, gell? Also, zusammenschrauben ist schon einfach. Aber dass es auch wirklich sauber läuft, habe ich jetzt, wie ihr seht, zwei machen müssen, dass ich so halb raus habe, wie es geht. Also, wie habe ich es gemacht? Mit Zauberei. Magic. Das wäre schön. Wobei, das wäre nicht schön, das wäre keine Herausforderung. Also, ich habe als erstes mal diesen Deckel von dem Apotheker ausgenommen und habe dann die Frontplatte hingeschraubt. Ich mache das jetzt hier so ganz einfach, dann kann ich mir sicher sein, dass das auch mit der Fläche bündig ist. Wenn es klappt. Dann schiebe ich dieses untere Teil rein, was wir ja vorher gemacht haben. Das ist quasi die Grundplatte mit den Auszügen. Die kann ich dann ganz einfach hier reinschieben. Und dann schaue ich schon, ob das hier wirklich locker läuft. Ich mache gerade noch mal eins neu, weil das nicht sauber gelaufen ist. Also wenn ihr solche Auszüge montiert, dann müsst ihr immer, egal ob ihr euch daheim einen Schrank baut fürs Wohnzimmer oder ob ihr so ein Sideboard nachbaut, das muss immer leicht gehen. Das, was ich neu gemacht habe, das ging schwer. Da hat dieser Soft Close, also dieses automatische Einziehen, was ihr hier seht, ja, die letzten Zentimeter nennt sich Soft Close, das hat nicht funktioniert, weil es zu breit war und geklemmt hat. Deswegen ist es mit so Kugelauszügen auch immer, sag ich mal, für Anfänger ein bisschen schwerer zu arbeiten, weil du hier teilweise, oder nicht teilweise, du musst ja Millimeter genau arbeiten, teilweise sogar halb Millimeter genau. Das ist für einen Anfänger, wie ich es auch mal mache, natürlich nicht alle, oder alles andere als einfach. So, jetzt schraubt man diese Grundplatte mit diesem unteren Teil zusammen. So, ich schraube mal vorab so rein. Ich hebe das jetzt ein bisschen hoch, dass dieser Auszug oben ein bisschen unter Spannung steht. So, ihr seht, ein Stück kann man es hochheben und das Stück hebe ich es auch hoch. Ach Gott, zack, Timmel, normal, ich habe es sogar umgestellt gehabt. Sehr fix. So. Und wenn wir jetzt alles in ganz falsch gemacht haben, ja, wie die Löcher zum Beispiel falsch bohrt, die Blende einfach bloß dreht, kommen nachher eh noch Frontblenden drauf. Wäre schade, das wegzuschmeißen, aber ziehe ich wieder mal falsch. So, und jetzt muss das Ganze schon sauber laufen und der Soft Close muss schließen. Das geht in dem Fall, also können wir uns schon mal sicher sein, oder sicher nicht, aber dann passt das vordere schon mal. Dann können wir jetzt das ganze Ding fertig zusammenbauen. So, ich mache das jetzt Schritt für Schritt, beziehungsweise einzeln. Wenn du Anfänger bist, wie ich, mehr oder minder auch, dann würde ich dir auch raten, mach das Schritt oder Stück für Stück. Am Schluss, beziehungsweise so wie ich es jetzt mache, dann kannst du sicher sein, dass am Schluss der ganze Auszug auch wirklich sauber läuft. Ich finde, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn du es zusammenbaust und am Schluss läuft das Ding nicht sauber. Wenn ich die hintere Wand drauf geschraubt habe, probiere ich es nochmal. Ihr seht, das ist viel mit Probieren. Denn der erste hier hat so nicht so 100% geklappt. So, wir schauen mal, ob das hier funktioniert. Also wenn wir genau hinschauen, der spaltet jetzt gleich, ja, der Softclose, seht ihr, das schließt nicht zu 100%, da fehlt ein bisschen was, das kann man natürlich sagen, ja komm Truppe, ein bisschen was, aber das siehst du am Schluss an den Fronten. Ihr seht schon, ja, so ganz einfach ist das nicht. Ich empfehle das Projekt zum Nachbauen auch wirklich nur Leuten, die ein bisschen Übung haben, das ist definitiv kein Anfängerprojekt. Da kann echt viel schief gehen. So, jetzt machen wir diese Zwischen, diese Zwischenabtrennung rein und die Stäbe. Die Stäbe sind einfach nur dafür da, dass die Flaschen oder was drin ist nicht rausfallen. Jetzt könnt ihr natürlich Gewindestangen nehmen und so weiter oder Holz, aber gerade so diese Holzteile, die sind echt sauteuer. Auch ihr habt irgendeine Rundstäbe rumliegen, dann könnt ihr die nehmen. Ich habe jetzt bei unserem Schrottplatz, die haben so Rundmaterial, 8 mm. Haben jetzt gerade was gezogen, zugesägt und das machen wir jetzt neu. So, zuerst unten. Ihr seht, das passt leider Gottes zu genau, ja. Die haben ein bisschen mehr. Macht aber nichts. Das kriegen wir schon hin. Haben wir alles schon hinkriegt. So. Dieses Zwischending stelle ich nochmal rein, weil das geht nachher wirklich um Trillimeter, da bist du dann echt froh, wenn es drin hast. Die vorderen Stäbe noch rein.
Dem aufmerksamen Betrachter wird aufgefallen sein, ich habe jetzt überhaupt keinen Leim verwendet. Richtig? Finde ich völlig überflüssig. Es hält super gut, auch ohne Leim. Also sehe ich gar nicht ein, warum ich jetzt Leim dahin schmieren soll. Zumal es auch, wenn wir nachher noch irgendeine Art von Oberflächenfinish machen, ja, und der Leim drückt raus, ihr wisst es ja selber. So, dieses Mittelteil schraube ich jetzt vorerst mal nur hinten an. Und ihr ratet es, dann probiere ich wieder. Ich habe aus dem ersten Teil, was ich da gemacht habe, gelernt. So, ich schaue, ob das sauber läuft. Das schaut sehr, sehr gut aus. Und jetzt ziehe ich und jetzt schraube ich hier rein. Weil falls das verzogen wäre und sich das ganze Rechteck verzieht, dann passt das mit dem Auszug nicht mehr, bla bla bla. Übertrieben gesagt ist es mir lieber, also übertrieben gesagt, dass das hier schief drin ist und der Auszug sauber läuft, bevor das alles gerade ist und nichts läuft. Aber das passt auch so. Sehr gut, wunderbar. Vom Otto neue Bohrsenkel kriegt, die sind so krass geil. Da muss ich aufpassen, dass nicht zu viel reinkommst da. Habe ich jetzt bei einem Bohrsenker auch noch nicht gehabt, dass der so scharf war, dass wir aufpassen das müssen. So. Final Test. Ach, wunderbar. Wie gesagt, der erste läuft nicht ganz so sauber, beziehungsweise der läuft schon sauber, aber der steht unten ein bisschen weiter vor. Macht aber nichts, läuft auf jeden Fall alles hervorragend. Unsere Kante ist mittlerweile auch getrocknet. Ihr seht, mit so einem Klebeband. Das ist echt geil. Man kostet wirklich nichts. So, dann können wir uns jetzt mal langsam, oder nicht nur langsam, sondern tatsächlich den Schubladen widmen. Da habe ich mir dieses Mal auch wieder ein bisschen was einfallen lassen. Ich mache die Schubladen jedes Mal ein bisschen anders. Warum? Naja, ich versuche einfach so viele Arten wie möglich, verschiedene Schubladen zu bauen, um irgendwann dann eben auch mal sagen zu können, diese Art ist die einfachste und auch zum Verleimen danach die einfachste. Die Schubladen, ja, ja, was mache ich dieses Mal anders? Die Schwierigkeit bei so einer Schublade ist, gerade wenn du solche Kugelauszüge hast, du hast die ganz exakte Breite. Und wenn die nicht passt, dann läuft diese Schublade nicht sauber.